mit der Ulrike fangen wir an. Wir klappen das jetzt an. Und das klappen wir auch nur rüber. Ulrike, du darfst dich mal drauflegen. Pass auf, wir kriegen eine ganz schöne Massage. Mm. Ich finde ja auch viel im Kopf statt. Also ich bin da nicht so streng. Ja. Also jetzt siehst du es, wie toll sie eigentlich da jetzt aufquellt. Also sehr schön zu sehen jetzt. Mhm. Auch wie das gut reagiert. Jetzt darfst du da mal auf die rausziehst oder sowas. Nee, das ist bei ihr. Das wäre sonst zu viel, bin ich jetzt nicht überzeugt. Dann, wenn ich mal auf die Seite drehst, das ist zwar jetzt ein bisschen unangenehm, weil du jetzt direkt mit deinem Schulterknochen dann hier. Ja, aber das kriegt man. Auf die Latte, aber die mache ich dir dann dafür. Da muss ich durch, ja. Okay? Da, ne? Ja. Das ist doch toll, oder? Die da auch noch. Die ist schlimmer, oder? Die ist richtig die fest, drückt, ne? Richtig. Die drückt richtig. Praktisch, also deswegen nehme ich da jede zweite versetzt mal aus am unteren Teil. Und wenn die nämlich weg sind, dann ist es, siehst du schon, also wenn ich da jetzt drauf komme, gibt es viel mehr nach als da, wo die Latten drin sind. Schau mal, das biegt sich runter, das biegt sich weniger. Also das heißt, wenn du dich drauflegst, dann wird es dir hier schön weich. So, jetzt klappen wir die Matratze wieder drauf. So, und jetzt probierst du mal, wie es sich anfühlt. Ah, bin ich gesund. Oh ja. Angenehmer? Ja, da drückt keiner mehr. Drückt jetzt gar nichts. Nee. Ja, da ist jetzt die Kugel besser. Ja, ne? Wenn du meinst, das könnte noch ein bisschen, dann die einfach noch raus. Das habe ich jetzt im Protokoll schon vermerkt für mich. Also das können wir dann noch uns nochmal anschauen. Gut. Okay. Also wir lassen das jetzt mal so. Wir lassen das jetzt mal so. Und dann, wie gesagt, wir sprechen dann noch kurz über das Protokoll. Und dann könntest du da auch selber dann noch anlegen, wenn du wolltest. Ja. Jetzt. Dann holen wir mal das weg. Darüber. So, so jetzt darf ich. Auf geht's. Sehr gut. Ah. Jetzt wird's ernst. Wo gibt's was zu verbessern? Was du jetzt sagst? Schulter bei mir und vielleicht die Hüfte. Wenn ich bin auch Seitenschläfer. So, und über die Füße habe ich eigentlich kein Problem. Mhm. Kriegst du jetzt auch von mir eine Massage? Mach zusammen. Aber du spürst jetzt schon, wie das Ganze, wenn man ganz entspannt hier. Ja. Doch nur wegen angespannt, ne? Was geht da, was geht dort? Schau, bleib liegen. Aber das ist doch vielleicht noch angenehm, oder? Ja, die Beine. Ja, merkst du das? Ja. Schon, ne? Du hast schon recht, ja. Also fangen wir auch da wenn mal. Wenn du dich die gut vernachlässigen würdest, aber ich würde es empfehlen. Ja, genau. Okay. Druck ist hier ein Druck? Ja. Vor allen Dingen die Hüfte. Ne? Also da müsste man. Ich drehe mich mal wieder auf die Seite. Der hier? Der da, ja. Oder da jetzt tiefer noch. Der da. Der da. Und die Schultern hast du wahrscheinlich auch hier, ne? Schultern auch, genau die gleiche. Der hier, oder? Da, ne? Ja, genau. Da. Ei, oder? Hier? Spürst du das, wenn ich da rumnoggel? Okay. Jetzt habe ich schon gesehen, was ich sehen wollte. Jetzt muss ich kann aussteigen. Ulrike hat schon alles durchblickt. Ich fange jetzt mal oben an, weil ich das hier jetzt schon oben habe. Tja, so ein bisschen kompliziert. Nee, gar nicht. Du wirst jetzt gleich sehen, wie dem Protokoll ist. Das ist ganz überschaubar. Also das ist eigentlich das Komfortabelste immer. Das, ich meine, die sind mittlerweile so gut konzipiert, dass die sich schon anpassen, selber ganz gut. Mhm. Aber die Schulter, das ist halt immer ein Gewinn. Also das geht. Ja. Du dann spürst, ob du den Unterschied spürst. Ja. Oh. Das ist ja echt toll. Oh, das spürt man. Oh, das spürt man. Die spürst du erst. Guter dann. Unterschied? Jo. Ja, besser. Also ich finde, das ist, geht mir auch so, wenn ich. Also ich kann eigentlich immer überschlagen und so, ich habe überhaupt kein Problem. Aber wenn ich dann zurückkomme und mich in mein, ich finde immer, ich fühle mich dann so wirklich so aufgehoben. Also so aufgehoben. Ja. So, als ob ja gut, ich aber dieses Einstellen des Bettes auf den Körper, ne? Ich meine, das macht halt eine normale
Das ist halt das Matratze, ne? Das kann man halt nicht. Genau. Ne? Und vor allem, man kann da immer wieder ran. Ja. Ne? Wenn es sich heute veränderst oder irgendwas ist oder du hast eine Arthrose oder Verletzung oder kannst immer daran gehen. Und das ist eigentlich das Tolle. Das war auch das, warum wir gesagt haben, wir wollen jetzt das und nicht dieses Eingekapselte da. Jetzt war nichts, wenn ich das 5 Tage vor Eintritt des Todes habe. Oh, ausgeschieden. Ja, so, aber das kriege ich lieber hin. Da musst du euer Anlauf nehmen. Jetzt gehst her und nimmst dein ganzes Zeug einmal so über das erste Element mit drüber. Die Auflage und das Leinbuch. So, schau her. Und dann ist es drin. Ist das alles da drinnen? Ja. Dann hast du hier. Nichts rausschauen, das gehört einfach so runter. Also, das ist immer so mein Trick. Mache ich jetzt schon 20 Jahre. Ist irgendwie anders, gell? Ja. Ist es angenehmer? Ja. Ja. Ja, vor allem bei mir waren es Hüfte und Schulter, ne? Okay. Und das ist jetzt einfach eindeutig besser. Ja, auch da jetzt. Und da unten, das ist angenehmer, an die Füße. So, hallo, mein Mädel. Jetzt aber. Dann gesunden Schlaf. Ja, also, gute Nacht.